Herzlich willkommen zum Oracle Technology Monthly, der Dezember-Ausgabe. Mein Name ist Sebastian Solbach und ich werde Sie heute rund um die Datenbanktechnologie, Cloud und Core-Technologien etwas begleiten. Sie kennen die Agenda. Was haben wir für Sie vorbereitet? Neuigkeiten, Announcements, Referenzen, dann ein bisschen was zu Terminen, aktuelle Release-Stände und Patch-Stände, ein Feature des Monats und das Web 2.0. Information. Ja, Informationen ganz neu. Natürlich das Wichtigste vorweg, Database Cloud Service Version 12.2 ist seit Anfang November verfügbar. Das heißt, in der Oracle Datenbank 12.2 wird es geliefert. Ältere Versionen wie die Version 12.1 haben noch den generellen Juli-PSU. Es gibt auch ein generelles Update für das ganze Cloud-Tooling. Aber wie gesagt, das Interessanteste garantiert daran, dass die Datenbank 12.2 zur Verfügung steht im Datenbank Cloud Service. Das heißt, Sie können in der Oracle Cloud die Oracle Datenbank 12.2 ausprobieren mit den fast kompletten Funktionsumfang, was im Moment noch nicht verfügbar ist, auch wenn hier OCPUs für Rack verringert dran steht. Real Application Cluster mit 12.2 können Sie leider noch nicht machen. Also diese OCPU-Verringerung, dass Sie jetzt nur noch eine CPU pro Instanz praktisch im Cloud Rack benötigen, das bezieht sich im Moment noch auf die älteren 12.1er Releases. Insgesamt gibt es allerdings auch ein paar interessante Informationen betreffend der Lizenzrichtlinien, das heißt, was ist im Cloud-Service verfügbar. Sie wissen ja, wie Verschlüsselung und so weiter kommt ja mit der Datenbank direkt mit. Von daher hat sich auch im Lizenzguide, insbesondere in Bezug auf die Cloud-Services für die Oracle-Datenbank, dort was verändert. Für diejenigen, wie gesagt, die schon mal ein bisschen gerne mit 12.2 ausprobieren möchten, bestimmt das Richtige zu tun. Man kann dementsprechend auch ganz klein anfangen, um einfach mal zu gucken, wie fühlt sich 12.2 an, was bieten wir da an Multitenant, bevor dann hoffentlich dann Anfang nächstes Jahr auch das On-Premise-Release zur Verfügung steht. Aber im Cloud-Umfeld hat sich nicht nur die Datenbank verändert mit vielen neuen Funktionalitäten, sondern wir haben in der Oracle Cloud natürlich auch eine Plattform für Anwendungsentwicklung. Und der ein oder andere weiß garantiert, okay, es gibt den Java Cloud Service, aber es wurde im November auch ein neuer Cloud Service offiziell angekündigt und das ist der Application Container Cloud Service. Da sage ich nachher noch mal ein bisschen mehr dazu, was da dahinter steht. Generell könnte man natürlich auch selber hergehen und einen eigenen Compute Cloud bauen, aber gucken wir uns mal an, was für die Entwicklungsbereich in der Cloud-Plattform sich Neues getan hat mit dem aktuellen Cloud-Release sozusagen. Es gab einmal ein Update für den Java Cloud Service, das heißt für Java in der Oracle Cloud unterstützen wir jetzt ein Autoscaling, wenn die Ressourcen nicht ausreichen sollten. Die SSH-Key-Erzeugung, also das, womit man normalerweise direkt auf die Maschinen zugreifen kann, das war bisher manuell. Das geht jetzt auch gleich während der Provisionierung, dass man das komplett über die Oberfläche mitgeben kann. Und auch das ganze Transfergeschichte eines WebLogic-Servers in die Oracle Cloud hat sich sehr stark vereinfacht. Da hängt dann auch mit drin, dass wenn man intern im Applikationsserver JMS oder Java Mail Resources verwendet hat, das auch automatisch praktisch umgeschrieben wird auf die Java Cloud. Und wie gesagt, ganz neu mit dem November Cloud Release letztendlich ist dieser Container Cloud Service. Und ganz kurz, damit Sie da eine Vorstellung haben, was da für die Entwickler, was es da dort für die Entwickler gibt und was die tun können. Ja, was steckt da dahinter? Die Idee hinter diesem Application Container Cloud Service ist, dass man eine vorkonfigurierte Umgebung für hauptsächlich drei Programmiergeschichten hat. Einmal Java SE als Basis oder Node.js-Applikationen oder PHP-Anwendungen. Und das Ganze enthält, wie gesagt, das komplette Framework, um solche Applikationen laufen lassen zu können. Und was man letztendlich tun muss in diesem Docker-Container ist nur herzugehen und seine Applikation hochzuladen und alles andere wird dann letztendlich von Oracle zusammengebaut, je nachdem, ob man jetzt eine Node.js-Applikation, hat, die auf Java SE oder eben auf PHP läuft. Das Ganze wird von Oracle natürlich hinten unterstützt und supportet. Das heißt, hier hat man dann auch nicht wie in der
ich sag mal, in den anderen PaaS, wie jetzt meine Oracle Datenbank Cloud, wo ich dann auch eine virtuelle Maschine zur Verfügung habe. Hier geht es wirklich darum, dass man direkt Zugriff auf seine Applikation bekommt und sich um das, was da darunter läuft, gar nicht mehr so viele Gedanken machen muss. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, dass man selber, wenn man eine Applikation hat, ein JAR-File, wo die Applikation referiert, natürlich eine Web-Applikation drin ist, dass man die einfach hochlädt und an diesen Imagebilder in der Cloud letztendlich gibt. Das ist aber nichts mehr als zu sagen, hier, ich habe das JAR-File, das ist meine Java-Applikation und beziehungsweise oder eine Node.js oder PHP-Applikation und die möchte ich einfach hochladen, wählt die entsprechende Umgebung, das entsprechende Docker-Image aus und dann wird für Sie so eine Art Applikations-Image erstellt, was dann zum Deployen verwendet werden kann. Im Hintergrund basiert das Ganze, wie gesagt, auf einer Docker-Umgebung. Davon kriegen Sie so viel aber gar nicht mit, weil für Sie ist nur wichtig, Sie haben Ihr JAR-File hochgeladen und haben dann sofort, nachdem der Prozess durch ist, Zugriff auf Ihre Applikation. Die Applikation muss natürlich ein Webinterface bereitstellen, das auf sie zugegriffen werden kann. Eine andere Möglichkeit, da ranzukommen, hat man sozusagen nicht, weil das ganze Betriebssystem und alles, wie gesagt, von Oracle gepflegt wird. Auf alle Fälle eine sehr, sehr schnelle Variante, Applikationen in Applikationsentwicklung zu machen mit der Oracle Cloud im Zusammenhang. Kann im Hintergrund natürlich dann auch auf eine Datenbank oder sowas zugreifen, aber das vereinfacht das Ganze und wie gesagt, man braucht sich um das ganze Betriebssystem und so weiter nicht zu kümmern, anders jetzt wie zum Beispiel bei der Datenbank Cloud oder beim normalen Java-Applikationsserver, den man hat. Also von daher ganz interessant. Auch neu gekommen in der aktuellen Cloud-Implementierung ist ein neuer Service im Management-Cloud-Bereich. Der Management-Cloud-Bereich enthält ja sonst solche Dinge wie Log-Analytics. Was jetzt neu hinzugekommen ist, auch im November, ist das Infrastrukturmonitoring. Natürlich mit Hilfe vom Enterprise Manager in der Cloud. Das heißt, Oracle erlaubt es nun von der Cloud aus, alle Systeme zu überwachen, egal wo sie laufen sollten. Das heißt, es können Systeme sein in der Cloud, wie eine 12.2 Datenbank Cloud Service oder jetzt auch diese neuen Java-Umgebungen. Auf der anderen Seite können wir allerdings auch Systeme mit überwachen und anzeigen lassen, die jetzt bei Ihnen in Ihrem Unternehmen laufen. Dabei wird eine SLA-Überwachung natürlich gegeben. Wie sind Performance-Metriken, sind auch benutzerdefinierbar, können hinzugefügt werden. Es gibt auch so schöne topologische Ansichten, was zusammenpasst. Und wie gesagt, es gibt viele, viele Metriken vorgegeben und benutzerdefiniert und da wird jetzt nicht nur Linux unterstützt, also in dem letzten Announcement war dann zum Beispiel auch drin, dass wir auch sehr wohl AEX-Umgebungen und andere Serverumgebungen mit überwachen können und man hat eine zentrale Anlaufstelle, wo man seine, ich sag mal, Hybrid-Umgebung mit Cloud und On-Premise letztendlich verwaltet. Es mag aber auch schon eine interessante Idee sein, nur für seine On-Premise-Umgebung, weil man sich dann um dieses ganze Aufsetzen dieser Management-Infrastruktur-Cloud, also der ganzen Management-Infrastruktur, dass die hoch verfügbar ist, nicht so große Gedanken machen muss. Ich habe das PDF, also das White Paper unten verlinkt, wo man sich ein bisschen um diesen Service informieren kann. Wie gesagt, mit der letzten Version auch im November neu gekommen. Ja, und ansonsten tut sich sehr, sehr viel, auch im Bereich vom IAS. Weil es ist ja, ich sage immer, schön, wenn man eine Datenbank in der Cloud anbietet, egal jetzt um Oracle Cloud, aber eine Datenbank steht ja nicht alleine da, sondern da gehören immer Applikationen dazu. Und die Applikationen laufen jetzt nicht unbedingt so schön in einem Container. Es ist nicht unbedingt immer eine Node.js-Applikation, wo ich den Container-Service verwenden kann, sondern manchmal hat man auch Applikationen, die einfach eine andere Umgebung brauchen. Und da ist IaaS, Infrastructure as a Service, dass man einfach einen Rechner zur Verfügung gestellt bekommt, eine ganz wichtige Sache. Klar, Oracle bietet das auch an. Es gibt einerseits natürlich, kann man sagen, diese Engineered Systems in der Cloud, da ist jetzt der Exa Cloud Service, gehört da mit dazu. Aber es gibt auch ein paar ganz neue und die ein oder anderen Dienste werden in Deutschland jetzt gerade erst hochgezogen. Für mich ganz interessant ist der neue Bare Metal Cloud Service.
Weil wenn man sich mal genau die Server anguckt, die da dahinter stehen, die gleichen eigentlich dem, derjenige, der mich kennt, weiß, dass ich sehr viel mit der Oracle Datenbank Appliance mache. Und wenn man sich mal anschaut, was jetzt in dem Bare Metal Cloud Service im Moment in Amerika erst verfügbar drüben kommt, sind letztendlich die Cloud auf Basis von diesen kleinen ODA-Modellen dedizierte Rechenleistungen wirklich bare metal zur Verfügung gestellt, dass man über eine Web-Oberfläche leicht beantragen kann. Wirklich eine sehr nette Geschichte. Werden Sie im Technology Monthly dann auch später hören, wenn das live sein sollte. Eine andere sehr interessante Geschichte ist das, was mit Ravelo kommt im Moment und aufgebaut wird und in Amerika auch schon zur Verfügung steht, dass man letztendlich jede Art von Hypervisor und jede Art von Gastsystemen dann auch in die Oracle Cloud migrieren kann, was dann bedeutet, dass man zu seiner Datenbank, die man natürlich präferiert im Datenbank-Cloud-Service laufen lässt, auch alle seine Applikationen einfach mit umziehen kann. Auch da gibt es eine ganz interessante Entwicklung. Da erfahren Sie, sobald was in Deutschland verfügbar ist, natürlich im Oracle Technology Monthly das ein oder andere noch darüber. Viele, viele Neuerungen im Cloud-Umfeld. Noch ein ganz nettes Kundenbeispiel, wo man auch mal sieht, dass so eine Cloud-Sache im Einsatz gekommen ist. Jetzt nicht unbedingt mal was aus Deutschland, sondern aus Amerika. Aber der ein oder andere, der schon mal in New York war oder auch in anderen Großstädten, der kennt garantiert die Kaufhauskette Macy's. Sie an immer an sehr, sehr prägnanten Plätzen in den Großstädten auch sich befindet. Und die haben ihre komplette analytische Plattform für Merchandising. Das heißt, wie optimiere ich meine Abläufe? Wie gehen meine Kunden durch die Kaufhäuser? Das, wie gesagt, läuft jetzt in der Oracle Cloud. Einmal auf dem PAS-Service, dem Exadata Cloud-Service mit Backup-Zusammenhang und mit einer VPN-Verbindung. Auch eine ganz interessante Sache, dass man mal sieht, okay, es gibt durchaus, auch wenn es jetzt erstmal eine große Kaufhauskette ist, aber es gibt durchaus Anwendungen, wo man sich Geld sparen kann, wenn man nicht unbedingt diese ganze Administration selber übernimmt, sondern sagt, hier, bitteschön, ich gehe einfach auf diesen Cloud-Service, den Oracle bietet. Wie gesagt, viele Neuerungen jetzt im November, hauptsächlich in der Cloud. Im On-Premise-Bereich fehlt noch und da hoffen wir Ihnen natürlich dann auch im nächsten Technology Monthly schon ein bisschen mehr sagen zu können, wie es denn jetzt mit 12.2 für mich selber aussieht, wer es ausprobieren möchte, im Moment halt in den Datenbank-Cloud-Services. Ja, wie sieht es sonst mit Terminen aus? Erstmal, bevor wir auf die generellen Termine gehen, noch ein bisschen Rückblick. Im November hat ja die Jahreskonferenz der DORAG stattgefunden mit vielen, vielen Vorträgen. Unsere Gruppe war selber da, hat selber 20, 30 Vorträge gehalten. Insgesamt natürlich nur ein kleiner Teil von den 470 Vorträgen, die dort waren. Es waren viele interessante Vorträge über In-Memory, über Datenbankfunktionalität, auch schon einiges zu 12.2. Und ganz wichtig, auch wenn Sie keine Zeit hatten, da zu sein, viele wissen es immer noch nicht, die DOAG-Unterlagen, die Unterlagen der Vorträge sind frei verfügbar auf der DOAG-Seite und man kann die jetzt im Nachhinein sich auch angucken, auch wenn man jetzt sagte, okay, ich hatte keine Zeit, mir die ein oder andere Sessions auch anzugucken, weil parallel sehr viele Sachen liefen. Für diejenigen, die da waren, schon mal vormerken, die nächste DOAG 2017 auch wieder im November, dass man sich den Termin schon mal einträgt. Es lohnt sich, sind wie gesagt immer viele interessante Vorträge auch dort zu finden. Andere Termine von der DOAG jetzt ein Webinar am 9. Dezember, wo es ein bisschen um Security und Trennung der Verantwortlichkeiten in der Oracle Datenbank geht. Wir selbst als Business Core und Cloud Technology sind vom 12. bis 15. Dezember in den IT-Tagen in Frankfurt nochmal anzutreffen mit dem einen oder anderen Vortrag rund um die Oracle Datenbank natürlich. Wobei bei den IT-Tagen es hier nicht nur um die Oracle Datenbank geht. Ausblickend schon mal ein bisschen, weil die Vortragsbewerbung oder Einreichungszeit jetzt in der Zwischenzeit schon losgegangen ist, vom 30. bis zum 31. Mai, die DOAG Datenbank, rein um Datenbankthemen in Düsseldorf wird die ganze Sache stattfinden.
Und am 20. Juni, da startet der Call for Paper erst am 16. Januar, der DOAC Extra Day, wo sehr viel über unsere Engineered Systems auch gesagt wird. Und auf diesem DOAC Extra Day werden Sie garantiert auch Dinge erfahren. Eine Cloud-Sache habe ich noch nicht erwähnt. Mitte Dezember, 15., wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wird auch die neue Exadata Cloud Machine at Customer vorgestellt. Das heißt, wer sagt, ja, Exadata interessiert mich, ich möchte aber gerne eher im Mietmodell und ich will auch mit der ganzen Wartung nichts zu tun haben. Die Cloud-Oberfläche von Oracle finde ich aber gut. Dann gibt es, wie gesagt, die Exadata Cloud Machine. Da wird es jetzt am 15. Dezember, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein großes Announcement auch geben. Ansonsten werden Sie da an den DOAC Extra Tagen einiges garantiert dazu erfahren und auch zu den anderen Dingen, die sich bei Engineered Systems tun werden. Ja, ich werde garantiert auch einen Vortrag zur Oracle Datenbank Compliance einreichen. So, Release-Stand, Patches, wie sieht es dort im Moment aus? Die Datenbank 12.201 im Moment nur in der Cloud verfügbar. Interessant ist da nur die Version. Im normalen Datenbank DBAS Cloud Service ist wirklich 12.201. Wer sich so den Exadata Express Cloud Service mal angeguckt hat, der wird festgestellt haben, okay, da läuft noch nicht 12.201, das ist noch eine etwas ältere Version. Und auch wenn dann das Release on-premise freigegeben wird, dann denke ich mal auch, dass es schon eine höhere Version sein wird. Für Sie, was können Sie im Moment einsetzen? 12.1.02, 11.2.04, da ist im Oktober der aktuelle PSU herausgekommen. Hier nochmal der explizite Hinweis, es gibt ja immer zwei Arten von Patches. Es gibt einerseits die PSUs, das sind die, die durch sehr viele Regressionstests durchgegangen ist. Das ist das Mindeste, was wir empfehlen. Aber wer sich gerade in Memory angucken möchte mit einer 12er Datenbank, der sollte auf den sogenannten Datenbank-proaktiven Bundle-Patch gehen, der interessanterweise dieselbe Version hat, aber eben Datenbank proaktiver Bundle-Patch heißt, weil die ganzen In-Memory-Funktionalitäten, weil sie eben schneller gefixt werden müssen, in diesem Bundle-Patch drin ist. Der hat auch manchmal andere Nummern. Im Moment ist er gerade zufällig gleich, aber da wir in diesen proaktiven Bundle-Patch öfters Patches freigeben können, laufen da auch die meisten Änderungen rein. Also wer sagt, okay, jetzt gehen wir auf 12.1, ich gucke mir in Memory nochmal an, dann sollte man zumindest auf diesen proaktiven Bundle-Patch letztendlich zugreifen. Die Engineered Systems hat sich relativ wenig getan. Auch bei der ODA sind wir immer noch bei 12.1.2.8. Da warte ich allerdings diese oder nächste Woche auch auf das nächste Release 12.1.2.9. Was einige Verbesserungen bringen wird. Ja, leider noch kein 12.2 und die Version des Mini-Clusters. Im Enterprise Manager, der ein oder andere hat es ja mitgekriegt, gab es vor zwei Monaten ja das neue Release 13.2. Da gibt es natürlich auch noch keinen Patch dafür. Sobald das verfügbar ist, werden wir das ebenfalls in die Liste mit aufnehmen. Für die älteren Enterprise Manager Versionen hier auch immer einmal die Version und die Version des Agenten und auch die My Oracle Support Note, wo Sie die Informationen nachlesen können. Zu den Tools wurde ja letztes Mal in Technology Munchy schon drüber geredet. SQL-CL ist Production, gab es am 3. November allerdings nochmal ein Update. SQL Developer, die Version ganz wichtig für Ihre Oracle-Umgebung, um die zu testen und auch zu checken. Das Ora Check Utility, das hat bereits schon die Version 12.2.0.1.1 und auch der Tracefile Analyzer, um alle Logfiles einer Oracle-Umgebung zusammen und die an den Oracle-Support hochladen zu können. Der hat einen Versionssprung gemacht, da sind ein paar kleine Verbesserungen drin. Oracle Linux gibt es eine neue Version, die 7.3 im November. Ja, können Sie sich selber drum. Ich habe es einfach mit aufgenommen, weil viele Engineered Systems ja auch mit Oracle Linux arbeiten. Auch unsere Cloud mit Oracle Linux arbeitet, dass man weiß, mit welchem Release man zu tun hat. Gut, kommen wir zum Thema des Monats. Ich habe
mir diesmal eine Sache rausgesucht, die für Datenbankler nicht ganz uninteressant ist, denn Oracle selber hat sehr, sehr viele Mechanismen eigentlich eingebaut, dass die Datenbank selber erkennen kann, wenn irgendein korrupter Block da ist oder irgendwas nicht passt. Der ein oder andere hat es schon mal gesehen, es gab früher mal das Utility DB Verify, mit dem man seine Datenbanken hat checken können. Airman macht es generell, aber wie gesagt, die Datenbank selber hat von der Entwicklung her schon immer viele, viele Möglichkeiten, das zu validieren, dass auch alles passt. Wir haben sogar die erweiterten Möglichkeiten auch wirklich zu erkennen, ja, nicht nur ist der Block ein Orakelblock und passt der, sondern auch so eine Art logische Intra-Block-Validierung nachzugucken, ja, macht es auch Sinn, was da in dem Block steht oder ist da irgendwas passiert. Es gibt so ein Phänomen Lost-Write oder Strafe-Write, was letztendlich besagt, dass das Betriebssystem zwar signalisiert hat, alles war okay, die Datenbank auch davon ausgeht, aber letztendlich dann merkt, wenn sie dann auf den Block zugreift, ja, stimmt zwar, aber der Block ist nicht dahin geschrieben, wo er hingeschrieben werden sollte, irgendwo im Temp Table Space oder sonst wo gelandet. Wir haben einige Technologien in der Datenbank, die muss man allerdings anschalten, gerade diese logische Intra-Block-Validierung. Und da gibt es auch ein ganz interessantes Phänomen, wenn man mal guckt, wo die angeschaltet ist und wo nicht. Und das unterscheidet sich dann auch bei Engineered Systems. Und meine Erfahrungen haben gezeigt, gerade bei Performance-Benchmarks, wenn man das System wechselt, diese Blockvalidierungen haben schon Auswirkungen auf die Datenbank-Performance. Und wenn man ein System vergleicht, wo das nicht angeschaltet ist, mit einem System, wo das per Default ein ist, weil Datensicherheit über alles geht, dann braucht man sich manchmal nicht wundern, warum ein neues System etwas langsamer ist als ein altes, weil einfach sehr, sehr viel mehr an solchen Validierungstechniken gemacht wird. Wie gesagt, das ist nicht das Einzige, wo wir Technologien in der Datenbank haben zur Validierung, sondern egal mit was Sie arbeiten, wenn Sie mit dem Airman eine Sicherung machen, der Airman validiert während dem Backup und während dem Recovery auch, ob die Blöcke okay sind. Wenn nicht, wird er meckern, dann muss man sagen, okay, wie will ich weiter vorgehen? Wenn man mit ASM arbeitet, also mit dem Automatic Storage Management und hier mit Mirroring arbeitet, auch dort wird ständig validiert, passt das, repariert auch selber. Auch ASM bietet so eine Funktionalität, nennt sich Disk Scrubbing, was nichts anderes bedeutet, als nachzugucken, ja, sind die Daten dann innerhalb von ASM alle noch okay? Oder weil ich einen Block jahrelang nicht angefasst habe, ist die Magnetinformation auf der Platte einfach nach einiger Zeit weggegangen. Im DataGuard-Umfeld natürlich ganz, ganz wichtig, mit 11.2 zum ersten Mal eingeführt, Active Data Guard, der automatisch Blöcke auch reparieren kann. Dazu müssen wir natürlich auch erkennen, dass denn die Blöcke nicht okay sind. Und wie gesagt, auf Exadata gibt es ganz, ganz viele weitere Checks. Ausschlaggebend dafür in der Datenbank sind eigentlich zwei Parameter, nämlich einmal DB-Block-Checksum, was letztendlich dafür sorgt, dass eine Checksumme für einen Block geschrieben wird, wodurch wir erkennen können, ist der physikalisch korrekt oder nicht. Und dann eben, wie gesagt, das DB-Block-Checking, das innerhalb eines Blocks gucken kann, ja, passt der Header zu den Daten, sind da sinnvolle Informationen drin oder hat da irgendjemand ausgenullt, so nach dem Motto. In DataGuard-Umfeld kommt dann das DB Lost Write Protect zum Einsatz, der so eine Art stille Korruption erkennt, so nach dem Motto, ja, Standby-Seite läuft alles, Primär-Seite hat einen Block verloren. Was mache ich dann? Wie gehe ich dann vor? Und da ist dann dieser DB Lost Write Protect auch wichtig, der letztendlich sagt, ob das erkannt werden kann oder nicht. DB Lost Write Protect sorgt dafür, dass innerhalb des Redo-Log-Strom eine Art Checksumme mitgeschickt wird, wodurch die Standby nachprüfen kann, ob sie denn dasselbe geschrieben hat. In diesem Zusammenhang, wer eine Standby-Datenbank hat, interessant, dass man durchaus sagen kann, ja, es ist gut, aber ich möchte vielleicht meine Primärseite nicht so stark belasten, ich verlagere die Checks eher auf die Standby, auch das ist möglich. Dazu, wie gesagt, eine gute MyOracle-Support-Note und auch ein Tipp in unserer Datenbank-Community zum Nachlesen, wie denn die Parameter und was die damit zu tun haben. Ja.
Damit Sie mal so ein bisschen einen Eindruck haben, das sind nur ungefähr Werte vom Overhead, hängt natürlich immer von Ihrer Applikation ab. Aber wie gesagt, wenn ich DB-Block-Checksum auf Full stelle, dann werden Redo-Log und Datendateien letztendlich für jeden Block eine Checksumme gebildet. Das sind ungefähr so bis zu 5% Overhead, die dann einfach einfließen für das Checksum-Bilden. Das liegt eher also dann CPU-Zyklen. Wenn ich sage Typical, dann werden nur die Datendateien und nicht Redo-Log überprüft, dann sind wir nur noch bei 2% Overhead, weil das passiert dann natürlich nicht wie Redo-Log während des Commits, sondern asynchron vom Datenbank weiterher gesehen. Und wenn ich es ausschalte, ist es immerhin noch für den System-Tablespace an. Bei DB-Block-Checking, da sind die Auswirkungen sehr viel größer und noch viel abhängiger vom Workload. Und da kann es allerdings, wenn ich wirklich sage, okay, ich möchte wirklich diesen Intra-Block-Check für alles haben, für alle Objekte, dann kann das schon bis 10% brauchen. Den setzt man selten auf Full, da sagt man normalerweise Medium, heißt das in dem Fall, reicht mir aus, weil dann werden zumindest keine Informationen für die Indizes ermittelt. Ich meine, wenn ein Indiz korrupt ist, kann man den Fall droppen und wieder neu auflegen. Aber wenn ich es ausschalte, gilt es auch wieder nur für den System Tablespace. Und wie gesagt, dieser DB Lost Write Protect funktioniert bei Full für Read-Only und Read-Write Tablespaces. Wenn Sie nur mit Read-Write Tablespaces arbeiten, dann reicht es auch, den auf Typical zu setzen. Und der sorgt letztendlich dafür, dass im Redo-Log-Strom, wie gesagt, diese Checksum auch an die Standby mit übermittelt wird, um zu gucken, wie funktioniert das System. Ja, und ich hatte es vorher schon angedeutet, gucken wir uns mal an, wie das auf einer Engineered System ist. Und da gibt es eben eine Sache, die muss man einfach wissen, wenn man auf einer Oracle Datenbank Appliance ist, da ist das per Default an. Die Kollegen haben gesagt, auch wenn es im normalen DBCA-Template nicht der Fall ist, auf einer oder wollen wir in jedem Fall auf Nummer sicher gehen, dass alle Informationen korrekt geschrieben und validiert sind. Da steht beides mal DB-Block-Checking wie auch DB-Block-Checksum auf Full. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Performance einer Datenbank auf einer ODA, was man einfach wissen sollte, wenn man das mit bisherigen Systemen vergleicht. Bei Exadata sind die Storage-Zellen ja interessant, intelligent, weil sie auch Datenbanksoftware mit haben. Und da können wir einiges von den Prüfungen und den Overhead ein bisschen auf die Zellen verlagern, anstatt das auf den Datenbankserver zu lassen. Daher, wenn man auf eine Exadata guckt, die beiden Parameter bei einer Exadata stehen dort auf Typical und auf False. Also DB-Block-Checking ist False und DB-Block-Checksum ist Typical. Weil man eben sagt, einiges können die Zellen übernehmen. Die sollten sie dann aber, wenn sie DataGuard einsetzen, trotzdem nochmal drüber nachdenken, ob man das so richtig hat. Wie gesagt, Exadata-Zellen haben viele, viele Checkmöglichkeiten, die parallel laufen. Und die kann man sich dann parallel angucken. Ja, wenn man DataGuard einsetzt, dann gibt es nur eine Geschichte. Ja, was soll denn gemacht werden, wenn so ein Lost Byte oder sowas festgestellt wird? Das heißt, wenn ich diesen DB Lost Byte Protect angestellt habe, dann kann ich sagen, ja, lauf einfach weiter, häng letztendlich das Redo-Log-Apply aus und guck letztendlich nach, wer hat jetzt den korrekten Block und macht dann mit dem Airman das dementsprechende Block-Recovery. Oder ich kann sagen, nee, fahr runter, weil ich habe eine Block-Korruption. Nicht unbedingt das, was man vielleicht bei einem HA-System möchte. Bei 12.1.0.2 hat man noch schon ein bisschen mehr Einfluss. Da kann man nämlich sagen, okay, ich möchte einen Failover machen auf die Standby-Seite. Natürlich nur, wenn der Lost Write auf der Primärseite aufgetreten ist, weil sonst macht ein Failover ja keinen Sinn. Oder ich könnte sagen, ich mache einen Force Failover. Geht jetzt immer davon aus, dass der Lost Write auf der Primärseite natürlich aufgetreten ist. Wie gesagt, auf der Standby wird der Redo-Lock-Apply-Mechanismus einfach nur aufgehängt, bis ich mit dem Airman ein Block-Recovery machen kann. Ja. Das, wie gesagt, so ein bisschen zu dem Feature des Monats, für mich eben wichtig, weil ich häufiger in der Vergangenheit gesehen habe, okay, Systeme wurden verglichen, da waren die Parameter einfach anders. Und ja, es ist ein Security-Feature, meine Empfehlung ist es anzuschalten, aber es hat Performance-Implikationen. So, kommen wir noch ein bisschen zu Web 2.0. Hier natürlich ganz aktuell White Paper im Bereich 12.2, einmal ein sehr gutes zu Database in Memory, was mit 12.2 neu kommt. Ein weiteres White Paper, auch zu 12.2 im Bereich Multitenant, was man dort machen kann. Wenn Sie sagen, ja, die DOAC-Vorträge von der Business Unit Core und Cloud Technology ist ganz interessant. Welche waren das denn? Hier nochmal unser Blog-Eintrag, wo wir die aufgelistet hatten.
Runterladen der Kursunterlagen erhalten Sie natürlich auf der DOAG-Webseite. Und auch ganz interessant, auch wenn 12.2 bis jetzt nur in der Cloud verfügbar ist, die ersten Schulungskurse zu 12.2, die gibt es bereits schon, die stehen bereits schon in der Liste und können dementsprechend auch gebucht werden. Also alles steht für nächstes Jahr auf 12.2 auf die Anzeichen, dass man dann auch bei sich im Unternehmen loslegen kann, nicht in der Oracle Cloud. Ja, ich darf mich fürs Zuhören bedanken. Fragen und Diskussionen über den Twitter-Tag. Wir twittern natürlich auch selber, die Frau Schwenden und meine Wenigkeit. Ansonsten einfach auf unseren Blogs nachschauen. Wir werden am Freitag auch einen Tipp veröffentlichen zu unseren, ich sag mal, 12.2 Lieblingsfeatures, die wir uns schon angeschaut haben, um auch ein bisschen, ja, Lust auf mehr zu machen. Die nächste Ausgabe des Technology Monthly wird am 11. Januar 2017 stattfinden. Müssen wir mal noch gucken, ob wir einen Jahresrückblick machen oder mit neuen Themen. Hängt noch ein bisschen davon ab, was verfügbar ist. Ich darf mich auf alle Fälle recht herzlich fürs Zuhören bedanken. Da es der letzte Technology Monthly in diesem Jahr war, wünsche ich Ihnen auch schon eine schöne Adventszeit, ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Wiederhören.